So, da geht's auch schon nahtlos weiter mit Silent Hill 4. Ich habe mega Bock. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben letztes Mal hier die Tür geöffnet mit dem Schlüssel, den ich aus dem unteren Bereich habe, wo die ganzen Hunde und Fledermäuse und der Geist waren. Gehen wir hier rein. Und wir haben noch den unteren Raum gesehen, der gespiegelt war, beziehungsweise verkehrt herum. Und den müssen wir wieder in die richtigen Bahnen positionieren. Der hat halt einen Golfschläger, das ist voll frech. Das Gute ist, jetzt habe ich einen Golfschläger. Jetzt habe ich zwei Fünfeisen. Es würde sich doch lohnen, mal eins zu nehmen. Eisen ist noch nicht kaputt. Hat eine erstaunlich gute Haltbarkeit und ich habe zwei davon. Ich finde es gut, dass es auch in Silent Hill 4 wenig auf Schusswaffen Wert gelegt wird. Also wir haben eine Pistole, ja. Aber dass wir jetzt nicht irgendwie ein komplettes Arsenal haben oder sowas, ne? Noch einer. Guckt's euch an. Ah. No. Jetzt ist es kaputt. Nimm ich doch mal das Rohr erstmal. Das Rohr ist mein Freund und Helfer. Den haben sie auch irgendwie mit der Banane aus dem Urwald gelockt. Zurück. Von dem wegzulaufen macht leider wenig Sinn. Weil die folgen einem eh. Wie hat man denn nochmal Gegenstände weggeschmissen? Ich komme gerade auf die Steuerung nicht klar. Geht nicht. Naja. Da wollte ich eigentlich nicht lang. Okay. Dann habe ich das erledigt. Dann weiß ich da schon mal Bescheid. Ich nutze auch eher die Nahkampfwaffen, weil die Pistole werde ich später noch brauchen für die Bosskämpfe. Weil. Dann stehe ich nämlich blöd da. Und kann mich nicht verteidigen. About? You live in that apartment too, huh? Say, you look a lot like a little punk that I once caught sneaking around there. Do you know something about what's going on? Hey, hey, you! Stop! Beste Idee, ein Kind mit der Waffe zu bedrohen. Der wird dir bestimmt was sagen. Das ist ein Spasti. Hier wieder die ekligen Schleimis. Oh, guck mal. Nährstoffdrink. Wie geil das aussieht. Zup, zup, zup. Ah. Da ist der ganze Schmodder. Okay. Ich glaube, den Drink werde ich mal nehmen.
Ich glaube, besser ist das. Der Raum hat 2, 3 Leitern. Geh mal hier entlang. Weil diese komischen Tentakeln hier sind. Ich glaube, das macht schon Sinn. Das ist zu. Ist auch zu. Jawohl. Kill it. Also nackige Körper mit 2 Gesichtern. Wow! Au. Hit. Nicht geil. Oh shit. Ja, nicht gut. No joke, da gebe ich lieber die Munition für aus, statt dass sie mich töten. Das fände ich halt nicht so geil. Gegen die Affenfratzen, wie auch immer sie heißen, ich weiß es nicht, kenne nicht alle Namen von den Gegnern aus Silent Hill. Gegen die, wenn man weit genug wegsteht und er dann ausholt für eine Elektroschocke, ist vollkommen in Ordnung, aber die Hunde, ey, die sind echt lästig. Die sind lästig. Hier ist alles kaputt, aber gegenüber war noch was. Auch kaputt. Noch eine Tür? Ah. Hier hätte ja sein können, dass die offen sind. Da noch was? Zum Glück habe ich mir den Drink eingeflößt, ansonsten wäre ich tot. Das sieht so aus, als könnte man es aufheben. Aber es ist einfach nur so ein bisschen hervorgehoben durch die Textur, die es hat. Ich hier nicht irgendwie. Kann die Scheibe nicht einschlagen mit einem Metallrohr. Okay. Danke, Konami. Nein. Nicht mehr von denen. Nein. Oh Gott, das war knapp. Das waren die. Oh, da ist er wieder. Hey, Buddy. Vier Schüsse brauchen die. Und der Elektroschocker einmal geschockt. Fertig ist er. Dann nehmen wir mal die gute Waffe hier. Bin hart angeschlagen und würde gerne irgendwie zurück. Gibt da noch was? Nee. Ja, es ist zu und hier ist die einzige Tür und hier geht's rein. Bin ich denn hier? Geht's irgendwie runter? Nee. Hier denn tolles. Ah, die Tür hier. Ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Die Schleimis.
hängen da rum und freuen sich am Leben zu sein. Okay. Wir haben ja 3 Türen. Die ist kaputt. Die ist kaputt. Holzkästen. Daran ist nichts Interessantes. Du hast ja auch keinen Holzkistenfetisch. Vielleicht liegt das daran, dass es für dich nicht interessant ist. Mehr Schleimis. Die rostige Axt. Jawohl. Eine Axt mit kurzem Stiel. Etwas kurz, aber wirkungsvoll und einfach zu verwenden. Bam. Hier ist eine Notiz. Der Boss hat gesagt, dass diesmal die letzten 4 Zahlen der Telefonnummer dieses Landes und die Nummer, was, und die, dieses Landes die Nummer bilden. Aber die Telefonnummer steht auf dem Schild auf dem Dach. Jeder auf der South Ashfield Street kann sie sehen. Ist das wirklich in Ordnung? Vielleicht schon. Zumindest für mich. Es ist ein Billardtisch. Ich scheine mitten in einem Spiel gewesen zu sein. Das ist richtig. So, ich werde nochmal die Gelegenheit nutzen und ins Apartment zurückkehren, um mich zu heilen und zu speichern und noch ein paar Items abzulegen. Weil ich's kann. Nee, und auch weil ich zu viel Zeug mit mir rumschleppe. Naht. Der ist kaputt. Keine Ahnung, wie man die Items wegschmeißt. Ja, den Riss behalte ich. Das ist gut. Das passt. Just him either. There's something wrong with his whole apartment. Don't say that. You're scaring me. Well, anyway, I just slipped a note under his door. Don't worry about it too much. There are a lot of strange things in this world. Wo er recht hat? The umbilical cord I keep in a box in my room. Lately it's started to smell terrible. Huh? Umbilical cord? Oh. Well, I forget I said anything. Creepy. Uns doch mal an, was er uns hinterlassen hat. Ja, die Tür lässt sich nicht öffnen, was du nicht sagst. Da steckt ein Fetzen rotes Papier. Es ist mit Blut befleckt und ich kann es nicht lesen. Notiz des Hausmeisters. Eben hat er noch irgendwie so einen Zettel in der Hand gehabt.
Ich wollte eigentlich ins Loch gucken. Keiner da. Die Gebäudewelt. Voller Name. Na gut. Dann geht es jetzt wieder zurück. Wir haben ja schon guten Progress gemacht. In der Gebäudewelt. Dann machen wir jetzt hier einfach weiter. Oh. Also. Bitte gerne dahin. Ach, hier brauche ich wieder einen Code, ne? Scheiße. Den habe ich nicht. Das ist natürlich relativ ungünstig. Kriege ich den nochmal her? Ich meine, in der Notiz stand ja, wo ich ihn herkriege, aber wie komme ich raus? Ich muss auf die Straße. Ich glaube, ich muss komplett zurück. Ich muss, glaube ich, auf der anderen Seite des Gebäudes da irgendwie entlang. Zum Glück sind die meisten Gegner tot, das erspart mir eine Menge Arbeit. Ich glaube, es hat was mit dem Raum zu tun, den ich umdrehen muss. Hier ist nämlich nichts. Ja, komplett zurück. Halt. Durch die Tür. Okay. Ach, hier kann ich hoch. Das habe ich nicht gesehen. Und da kann ich hier nicht hoch. Nee. Hätte ja sein können, dass man da drauf klettert. Eventuell. Glock. Da ist Munition, aber ich komme nicht rein. Ich muss es schaffen, auf die andere Seite zu kommen. Ich weiß noch nicht wie. Was war hier denn? Da eine Nische? Ich glaube, die waren so Fans von dieser Kameraperspektive aus Silent Hill 1, dass sie das hier in Silent Hill 4 in dem Gebäude Part richtig gefeiert haben und es echt ziemlich häufig eingebaut haben. Es ist automatisch auf ein, dieses automatisch auf ein Nein. Ja, er ist sehr langsam und behäbig, aber es sind leider die meisten Protagonisten aus den Silent Hill Spielen. Als das Silent Hill 5 kam, hat sich das geändert mit diesem Action-Kampf-System. Ich glaube, hier muss ich lang. Oder auch nicht. Was zur Hölle? Ich bin da, um da zu sein. Ja, da bin ich ja wieder im Aufzug. Hier sind drei Tasten. Untere lieber nicht. Ich muss ja auch dem Guy hinterher. Wir sind an dem vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Gerade. Ich drücke mal die obere Taste. Fahren wir noch weiter nach oben.
Ja, da bin ich nun. Was soll man jetzt? Ah. Da, wo die Munition ist. Oh Gott. No. Peace. Hier nichts. Hier rumschwebt. Stay down. Mal nachtreten. Kamera. Voll frech. Ein Schwert. Und der Spaten. Normaler Spaten von einer Baustelle. Sieht so aus, als könnte er eine eindrucksvolle Waffe sein. Ist das so? Weiß ich nicht. Nee, aber hier ist uns nichts, bis auf den Spaten und das Schwert. Bewahren wir das Schwert mal auf. Wie er läuft. La la la. Genau, hier sind wir jetzt wieder. Okay, nach oben können wir nicht weiter. Dann die mittlere Taste. Lässt sich kein Spalt öffnen. Ja, sind wir hier wieder. Auf der anderen Seite raus. Ah, da ist die Munition. Jawohl. Mehr kann ich nicht tragen. Oh nein, ich bin am Limit. Shit. Das ist jetzt doof. Jetzt habe ich so viel Krams dabei. Was kommen sehen. Das ist so das einzige Manko an dem Spiel, das begrenzte Inventar. Dass man immer wieder ins Apartment zurück muss, um Sachen abzulegen. Egal. Das ist jetzt nicht weiterhin tragisch. Ich wollte nämlich hier rein. Aufzug, was? Der Aufzug ist nicht hier. Dann ruf ihn doch. Will er nicht. Nichts passiert. Das ist ja die Frage, was mache ich denn jetzt? Also, hier in B12 geht halt nichts. Da hinten geht's nur runter, runter, runter. Und dann bin ich hier. Dann ist die Tür mit dem Tastenfeld. Das war's. B10. B8 ist oben. Irgendwie zum anderen Aufzug. Ich glaube, so war das, oder?
Aber der ging ja nicht. Du bist nicht hier. Wo ist das denn da unten nochmal? Ach so. Ah. Hm. Okay, das geht nicht. Was ist denn B10? Das ist so eine Tür, die ich nicht gecheckt habe. Sehe ich gerade. Im mittleren Bereich. Guck ich mal doch noch mal nach da. Ich steck fest, sie lässt sich keinen Spalt öffnen. Wie ein Spaten, vielleicht geht's damit. Ja, hier ist nämlich der andere Aufzug in der Mitte, genau. Ich muss es irgendwie schaffen, da hinzukommen. So, hier habe ich eine Tür übersehen. Oder? So, das ist nur das Gitter hier. Was ist da so eingezeichnet? Das ist gar keine Tür. Stellt sich halt die Frage, wie komme ich dann zum mittleren Aufzug? Gerade auf dem Schlauch, so ein bisschen. Hier müsste ich dann in den Aufzug reinsteigen. So viel ist sicher. Aber wie kriege ich den Aufzug nach unten? Was liegt denn da? So, das ist... Teil von so einer Stange oder was auch immer. Von so einer Duschstange. Let me think. Geh nochmal hier lang. Such jetzt nochmal die Gegend ab. Da geht's nicht lang. Aber da ist eine Leiter. Es gibt aber keine Leiter, die parallel dazu verläuft. Aber... Ah, okay. Ja, mit der... Hä? Passt das? Warte mal.
Naja, der Rest hier ist zu. Hier geht halt nichts. Haben tue ich auch nichts. Immer die Knarre, damit ich wieder Platz im Inventar habe. Wenn ich die Kugeln jetzt noch verballer. Hier. Dann geht's nur runter. Und das führt mich noch weiter runter. Ich muss da runter. Drauftreten, nicht anknuspern lassen. So. Matsch. Ich guck noch mal in der Bar. Vielleicht ist da noch irgendwas von... Nutzen. Sieht mir aber nicht danach aus. Wie er es weggekickt hat. Richtig gut. Nee, ich sehe hier absolut gar nichts. Irgendwie auf den Code hinweist. Bitte gerne da raus. I don't know. Gerade habe ich halt echt einen Knoten im Kopf. Hier ist auch nichts mehr. Ja, und hier komme ich dann wieder zurück. Zu diesem komischen Duschraum. I don't know. Ist von der anderen Seite aus verschlossen. Legt euch nicht mit mir an. Ich habe einen Golfschläger.
Verdammt, der ist kaputt. Endlich. Werde ich meinen getreuen Spaten nehmen. Aus Halo. Egal, was hinter dir ist. Vor dir ist auch was. So. What now? Da komme ich noch raus zu der Munition. Das bringt mir nicht besonders viel. Hier ist absolut nichts. Aufheben kann ich sie auch nicht. Achso, ich bin ja schon unten. Ob ich rübersteigen kann in den anderen Aufzug? Das habe ich noch gar nicht probiert. Am Ende ist das die Lösung. Nee, das geht nicht. No chance, Alter. Hier bin ich wieder hier. Außer Monsieur Geist. Hier sonst nichts. Warten wir hier. Ich kann hier nochmal eine reinwürgen, aber das bringt halt absolut nichts. Da muss ich hin. Da unten. Geht aber nicht. Kaputt, alles kaputt. Wieder gut gelaunt sagen, ich laufe nochmal komplett zurück. Vielleicht habe ich irgendwas noch übersehen. Aber hier bin ich wieder im Sportgeräteabteil. Ketchup, ja, da war ich. Da ist der Raum mit dem Aufzug. Da ist der Hole in the Wall. Da geht's zurück. Dann bin ich wieder hier. Ist ja sonst auch nichts mehr. Dammit. Wunderbare Geräusche. Jetzt nur wieder in die Gasse. Wer kam?
Aber eine Tür, die ist aber zu. Ist auch alles zu und dann führt mich der andere Weg wieder nach oben. Hängt er immer noch rum. Nee, dieses wunderbare Kotzgeräusch. Hotel. Nee, lass gut sein. Freut nicht. Da war zu, genau. Suchen wir gerade herauszufinden, ob ich hier nicht noch irgendwas finde. Du hältst die Schnauze. Biester wer? Und da ist die Gasse, wo ich herkam. Ah, Mann, ey. Nee, ich glaube. Hier absolut keinen Nutzen daraus, hier nochmal hingegangen zu sein. Aber ich habe gedacht, ich gehe nochmal auf Nummer sicher und schaue nochmal, ob ich nicht vielleicht irgendwas vergessen habe. Oder ob ich vielleicht noch was sehe, was ich übersehen habe vorhin. Ashfield. Hotel South Ashfield. War da nicht irgendwie eine Notiz, die darauf hinwies? Wegen der Nummer? Nein. Notizheft. Boss hat gesagt, dass diesmal die letzten vier Zahlen der Telefonnummer dieses Ladens die Nummer bilden. Aber die Telefonnummer steht auf dem Schild, auf dem Dach. Jeder auf der South Ashfield Street kann sie sehen. Ist das wirklich in Ordnung? Die letzten vier Zahlen der Telefonnummer dieses Ladens. Diesmal die letzten vier Zahlen der Telefonnummer dieses Ladens. Nummer bilden. Aber die Telefonnummer steht auf dem Schild auf dem Dach. Wer auf der South Ashfield Street kann sie sehen. Ist das wirklich... South Ashfield Street. Ja, auf dem Dach. Bin auf dem Dach. Kann sie sehen. Muss ich echt nochmal weiter nach oben, um die zu sehen? Aber ich kann ja nicht runtergucken. Die See hört auch nichts. Hier hochklettern kann ich nicht. Weiter nach oben zu kommen.
Da ist doch das Leuchtreklameschild hier. Aber ich sehe halt keine Nummer. Wo ist Henry denn so aus der Puste? Komm, mein Junge. Viel gelaufen bist jetzt nicht. Irgendwie nee. Warte mal. Da. So, ich habe gedacht, das leuchtet. Nee, dann gehen mir so langsam die Ideen aus. Dann muss ich nochmal schauen. Ich werde mich jetzt nochmal ein bisschen umgucken und mal schauen, wo ich dann dementsprechend die Nummer herausfinde, beziehungsweise wie das Rätsel mit dem Aufzug nochmal war. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich dann soweit bin. Also, bis zum nächsten Mal bei Silent Hill 4 The Room.